Hallo und willkommen bei Heroka Entertainment. Heute wieder ein neues Thema. Die Zugsignale. ZG1, ZG2 und die FZ1 und 2 Signale. Dazu kommt noch die Betriebssituation Spitzenlicht unvollständig, Spitzenlicht erloschen. So, fangen wir an. Der meiste Stoff bei der Bahn fängt ganz simpel an, wird aber kompliziert, wenn weitere Faktoren dazukommen. Aber fangen wir an. Regel hat ein Zug, eine Lok. Hier im Bild. Dieser hat meist auch ein paar Waggons hinten dran. Hier im Bild. Für einen Zug oder Zugfahrt brauchen wir jedoch eine Spitze und einen Schluss. Dafür sind die Signale ZG1 und ZG2 vorhanden. Es kann durchaus sein, dass die Lok allein unterwegs ist, dann ist es auch eine Zugfahrt. Der Zug braucht halt auch Zugsignale. Dann wird der Zugschluss eben an die Lok hinten angebracht. Jetzt kommen wir zu den etwas komplizierteren Sachen. Es gibt die Betriebssituation nachgeschobene Züge. Der Zug kommt den Berg nicht hoch und braucht eine Lok hinten dran. Jetzt ist aber die Frage, ob das gekuppelt oder nicht gekuppelt ist. Ist der Zug gekuppelt, ist es wie ein Waggon, der hinten dran ist. Ist der Zug nicht gekuppelt, so hat die Schublok seine eigenen Zugsignale. Das heißt, der vordere Zug, der geschoben wird, hat ZG1 und ZG2 und die Schublok hat ZG1 und ZG2. Jetzt haben wir noch die Situation, dass ein Zug abreißt. Im Idealfall kann man den zusammenflicken und weiterfahren. Aber es gibt auch die Betriebssituation, dass ein Zugteil auf der Strecke zurückgelassen wird. Da ist es wichtig, dass der Zugschluss nicht in der Mitte einfach eingesteckt wird. Aus Routine ist man als Lokführer so gewohnt, dass man hinten immer den Zugschluss draufsteckt. Aber wenn der Zug getrennt ist, kommt da kein Zugschluss in die Mitte rein, wenn der Zug abgerissen ist. Die Betriebssituation ist danach später zu klären, ob die Zugfahrt zu Ende geführt wird und so weiter. Aber in dem Moment, nachdem Betriebssituation eines zerrissenen Zuges entsteht, hat man den Zugschluss nicht einfach automatisch draufzustecken. Bei einem Triebwagen müsste man manuell den Schluss ausschalten, weil meistens, wenn man entkuppelt, geht der Zugschluss automatisch an. Möchte man betrieblich richtig handeln, sollte man manuell es abschalten. Dann haben wir noch die Situation Sperrfahrt bzw. Abschleppen eines Zuges. Es ist selbstverständlich und logisch, dass der neue Zugverband an die neue Spitze ein ZG1 kriegt und am Schluss das ZG2 bleibt. An der Stelle bemerkt mal, ich versuche bestimmte Betriebssituationen, die ihr im Betriebsdienst und in der Prüfung haben könnt, zu verknüpfen mit den Themen. Und man merkt, es wird dann doch komplizierter. Aber ihr werdet warm mit der Materie Eisenbahn. Ein Schritt für angehende Lokführer oder Nicht-Eisenbahner, dass man versteht, was hier gemeint ist. Auch zu bemerken ist, dass dies auch prinzipiell für Triebwagen- oder Personenverkehr-Zuggarnituren gilt. Bezieht sich nicht nur auf Lokbespannt. Das Grundschema lässt sich auch auf andere Bereiche der Eisenbahn übertragen. Fangen wir mit dem Zugschluss an. Das Signalbuch hilft uns hier im Detail. Signal ZG2, Schlusssignal. Bedeutung, Kennzeichnung des Zugschlusses. Beschreibung, Tageszeichen am letzten. Fahrzeug, eine rot-weiße oder rot-gelbe Tafel oder zwei weiße oder rot-gelbe Tafeln oder das Nachtzeichen des Signals. Nachtzeichen. Am letzten Fahrzeug ein rotes Licht oder zwei roten Lichter oder eine rückstrahlende Tafel des Tageszeichen oder zwei rückstrahlende Tafeln des Tageszeichens. Das Nachtzeichen mit rotem Licht darf blinken. Also hier im Bild ist ungefähr dargestellt, wie es aussehen kann. Da ist Deutschland sehr kooperativ, sagen wir es mal so. So ungefähr sieht es auf dem Fahrzeug aus, meist auch bei Triebwagen oder ähnlichem. Aber in Einschränkungen gibt es da keine. Also es steht zwar ein Nachtzeichen oder Tagzeichen, aber man kann beides verwenden. Da ist es nicht, dass man das Nachtzeichen nur bei Nacht verwenden darf oder so. Kommt vor, dass die Schlussscheiben etwas schwer sichtlich sind bei Nacht, aber sie gelten trotzdem. Kann man auch bei Nacht verwenden, in eigenen Worten gesagt. Die einzigste Einschränkung, irgendwo in einer anderen Vorschrift stand das mal, ich finde es gerade so nicht.
ist, dass man die Zugschlussscheiben höchstens 160 km/h verwenden darf. Da ist die Gefahr, dass die Zugschlussscheiben wegfliegen. Die sind ja nur aufgesteckt und daher ist die Gefahr, falls man schneller fährt, dass es dann wegfliegt. Bei Triebwagen oder anderen Fahrzeugen kann man das auch aufkleben. Gibt es extra Aufkleber, dass man das behelfsweise sich da anbringen kann. In der Regel verwenden wir solche Zugschlussscheiben hier ersichtlich. Die leuchtenden werden interessant im Ausland. Speziell Frankreich und Belgien sind da etwas unkooperativ im Gegensatz zu Deutschland. Die erwarten, dass ein Zugschluss immer leuchten muss. Es darf keine solche Zugschlussscheiben stecken. Im länderübergreifenden Verkehr kommt es halt häufig vor, dass man da sowas stecken hat. Die Zugschlussscheiben oder Steckdinger kann man ein- und ausschalten. Es gibt auch welche, die steckt man ein, die haben hinten so ein Raster. Und sobald der geneigt wird, schaltet sie sich automatisch ein. In der Regel sind die sehr lange leuchtend, aber irgendwann sind sie auch halt auch leer. Aber das ist ein Problem eher von den Franzosen oder den Belgiern und so. Wie beim vorherigen Video schon erwähnt, ist der Zugschluss wichtig für die Räumungsprüfung. Fehlt der Schluss, geht man davon aus, dass der Zug getrennt ist. Irgendwo ist der Zug abgerissen oder so. Umso gefährlicher, wenn man zwei Zugschlüsse hat. Wenn der böse Zufall mitspielt, reißt es genau an der Stelle, wo der zweite Zugschluss ist. Daher sollte man achten, dass der Zugschluss ordnungsgemäß am Zug angebracht ist. Dann kommen wir zum nächsten Thema. ZG1 im Signalbuch. Signal ZG1, Spitzensignal. Bedeutung, Kennzeichnung der Zugspitze. Beschreibung, Tageszeichen, kein besonderes Signal. Nachtzeichen, vorne am ersten Fahrzeug, wenn dieses durch ein Triebfahrzeug oder Steuerwagen ist, drei weiße Lichter in Form eines A. Drei Licht, Spitzensignal. Signal ZG1B, vom ersten Fahrzeug, wenn dieses nicht vom Triebfahrzeug oder Steuerwagen ist, zwei weiße Lichter in gleicher Höhe. Bei nachgeschobenen Zügen trägt das Schiebetriebfahrzeug das Spitzensignal, sofern es nicht mit dem Zug gekuppelt ist. Nachgeschobene Züge. Nachtzeichen sind auch bei Tage zu führen. Nebenfahrzeuge, an denen wegen ihrer niedrigen Bauart das obere Licht des Signals ZG1 nicht angebracht werden kann, führen das Signal ZG1B. So, Punkt 3 ist extra explizit nochmal angewendet oder benannt, dass die Schublok da auch ein ZG1 zu führen hat. ZG1B ist mehr für die Baufahrzeuge. Ich glaube, da ist der Stoff weniger interessant. Wird die wenigsten betreffen, deswegen gehe ich da nicht tiefer ein. Hier das Praxisbeispiel. ZG1, ZG2 und dann wird ZG1B. Auf ein Signal möchte ich dann explizit hier eingehen. Die nenne ich vollständigkeitshalber vollständig dann auch beide. Wir hatten mal Besuch vom EBA und dann hatten die Kollegen gemeint, ja, mach das richtig, schalte ZG1 beim Rangieren ein. Das Problem haben auch manche Unternehmen, dass die darauf bestehen. Ich hatte schon Fahrdienstleiter gehabt, die haben das auch gesagt, schalte dein ZG1 ein beim Rangieren. Ist eigentlich unnötig, aber ich möchte darauf eingehen und Diskussionsstoff hier mal ein bisschen reinwerfen. Einen kleinen Schlenker machen hier vom Thema. Es geht um dieses Signal. Das ist für mich FZ1. Das ist notwendig beim Rangieren eigentlich. Aber schauen wir uns mal im Signalbuch genauer an. Leider gibt es kein Bild dazu, aber die Beschreibung ist selbsterklärend dazu. Und mein Bild gerade vorhin oder das Video hat es ja auch so aufgezeigt. Signal FZ1, Rangierlokomotivsignal. Bedeutung, Kennzeichnung einer Lokomotive im Rangierdienst. Tageszeichen, kein besonderes Signal, Beschreibung. Nachtzeichen, vorn, hinten, ein weißes Licht in der Regel in der Höhe der Puffer. Stattdessen kann auch das Signal ZG1 geführt werden. Es muss geführt werden, wenn Bahnübergänge ohne technische Sicherung oder ohne Sicherung durch Posten befahren werden. Das Signal wird auch geführt von Nebenfahrzeugen mit Kraftantrieb im Rangierdienst. Bahnübergänge. Wenn beim Rangieren Bahnübergänge ohne technische Sicherung oder ohne Sicherung durch Posten befahren werden müssen, wird das Signal ZG1 auch bei Tage geführt. Also wir merken hier in eigenen Worten, fürs Rangieren wird nur FZ1 gebraucht. Man kann aber auch ZG1A verwenden. Zwingend ist es bei Bahnübergängen. Aber das Problem oder die Praxis ist,
Es ist ganz selten, dass man einen Bahnübergang beim Rangieren befährt. Also so Bahnhöfe sind sehr selten, aber trotzdem bestehen die meisten Unternehmen darauf, oder die meisten Kollegen wurden so erzogen, dass sie ZG1A tragen müssen oder führen müssen. Das ist eigentlich unsinnig. Ist zwar eine Kleinigkeit, aber ja, mein Kompromiss war, wenn es die Leute glücklich macht, mache ich halt Spitzenlicht an. Mittlerweile wollen das manche auch von zwei Seiten, dass man beide Seiten auch noch anmacht. Also macht noch weniger Sinn, aber ja gut, der Klügere gibt nach in dem Sinn eigentlich. Es geht ums Prinzip, finde ich eigentlich, wenn das EBA zum Beispiel jetzt oder die Kollegen recht hätten, dass die sagen würden, jetzt kriegst du eine Strafe, weil du kein ZG1 anhattest. Ich muss es ja nicht führen, wenn ich rangiere und keinen Bahnübergang befahre. Das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, ja gut, da verschenkt man sich halt seine Möglichkeiten und seine Rechte. Aber ja, dass die größten Probleme bei der Bahn sind, dann ja, muss man halt sich einen anderen Job suchen. Aber ich möchte hier nicht rumfrustrieren, hier FZ1 genannt. Also wirklich in der Praxis erlebt hatte ich das, München Nord, da hatte ich sogar noch Fotos gemacht, hat mich gewundert, dass die Rangierer das sogar kapiert hatten, dass die FZ1 tragen. Hier ein Bild davon. Leider hatte ich kein Video oder sowas, aber das bringt es hier so ein bisschen auf den Nenner. Manche wissen, was sie machen. So, wie versprochen, zur Vollständigkeit, das Signal FZ2. Signal FZ2, gelbe Fahne. Bedeutung, Kennzeichnung von Wagen, die während eines Stilllagers mit Personal besetzt sind. Beschreibung, Tageszeichen, an jeder Seite des Wagens eine gelbe Fahne und eine gelbe Tafel. Nachtzeichen, das Tageszeichen, außerdem der Wagen nach außen erkennbar im Inneren beleuchtet. Das Signal wird geführt, solange die Wagen sich nicht im Zuge befinden. Das Signal wird vom Personal der Wagen angebracht. In eigenen Worten. Ist ein eher seltenes Signal, kommt aber vor. Die S-Bahn Stuttgart benutzt es für sich. Hier habe ich ein Praxisbild, wie das ungefähr aussieht. Es ist dann auch erklärlich, warum und wie, wenn man den Kontext da versteht. In der Regel verwendet man dafür eigentlich eine SH2-Scheibe an der Kupplungsbügel oder so ähnliches. Da stellt man es an, dann weiß man, man sollte da nicht beifahren. Bei der S-Bahn in Stuttgart wird es so verwendet, dass die Reiniger das Fahrzeug reinigen können, somit das Fahrzeug nicht bewegt wird oder ähnliches. Dann weiß man, jetzt wird gereinigt. Und man sollte das Fahrzeug nicht bewegen, weil sonst die Reiniger sich verletzen oder ähnliches. Einen Triebwagen haben ja eine Schaufenberger Kupplung und da ist das Anbringen etwas ungeschickt mit einer SH2-Scheibe. Einfach mal umhängen oder ähnliches. Deswegen hatten die sich da das ältere Signal genutzt oder benutzen sie noch das Signal FZ2. Haben sie aus der Nostalgie noch ins Moderne mitgenommen. Dass man das mal so hier vollständigkeitshalber genannt bekommt. Was ist das? Was bedeutet das? Und so weiter. Wozu? Dann kommen wir zum Kern der ganzen Geschichte. Zurück zu ZG1. Zum Betriebsdienst oder der Stoff für Lokführer wird gerne die Situation gefragt. Spitzenlicht unvollständig oder erloschen. Eine durchaus plausible oder Möglichkeit der Unregelmäßigkeiten ist, dass es einfach Spitzenlicht oder eine Lampe kaputt geht. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass Spitzenlicht eigentlich für den Zug zum einen zur Markierung ist, wo vorne ist, zum anderen ist es gedacht, dass der Zug gesehen wird. Es ist nicht gedacht, dass der Lokführer was sieht, sondern dass der Zug gesehen wird. So paradox das auch klingt. Das Paradebeispiel ist die 51er, die hatte eine Anfahrleuchte, ein Licht, das auf dem Boden geschienen hat, damit man gesehen hat, dass das Fahrzeug sich in Bewegung setzt. Weil die Gefahr der Kommutatormotoren war, dass da ein bisschen Schaden entsteht, wenn das Fahrzeug nicht in Bewegung kommt. Es hatte aber kein Fernlicht. Es hatte eine extra Lampe auf dem Boden, aber nicht nach vorne, weil es eigentlich nicht gedacht war. Die Fahrzeuge mittlerweile haben trotzdem Fernlichtscheinwerfer oder Fernlichtmöglichkeiten. Es hat sich einfach bewährt, dass es sehr sinnvoll ist, dass Lokführer auch mal was sehen und nicht nur gesehen werden. Ab und zu denkt man auch an uns, aber ja. Und da möchte ich vorab greifen. Es geht darum, es gibt bestimmte Strecken, die haben Reisendenüberwege oder so, vereinfachte Bahnübergänge oder sowas, die nicht so richtig gesichert sind. Also da ist so selten Verkehr, dass man so leichte höhengleiche Überwege macht. Und auf diesen Strecken ist es halt eingeschränkt. Damit nichts passiert, muss das Spitzenlicht vollständig oder darf nur beschränkt ausfallen.
Ja, aber fangen wir von vorne an. Für diese Betriebssituation sind zwei Faktoren, wie aus dem Stoff schon ersichtlich, maßgebend, wie man zu reagieren hat. Im Regelwerk ist es genannt, aber hier veranschaulichen wir das mal. Der erste Punkt ist abhängig vom Fahrzeug für ZG1. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Zum einen kann es erloschen sein, zum anderen kann es unvollständig sein. Der zweite Faktor ist, die Strecke mit solchen Reisenden überwiegen oder wenig genutzten höhengleichen überwiegen vorhanden ist. Dazu müsste ein Eindruck im Streckenbuch sein. Das Streckenbuch informiert mich, ob solche Besonderheiten existieren. Kurz gesagt, Streckenbucheintrag ja oder nein. Hier als Beispiel ein Eintrag vom Streckenbuch. So würde es ungefähr aussehen. So, nehmen wir wieder die Vorschrift zur Hand. Nachtzeichen des Spitzensignals erloschen. Wenn Sie feststellen, dass das Nachtzeichen des Spitzensignals an Ihrem Zug erloschen ist, müssen Sie den Zug anhalten. Sofort, wenn es Dunkelheit oder unsichtiges Wetter herrscht und es im Streckenbuch bestimmt ist. Auf den nächsten Bahnhof in den übrigen Fällen. Nachdem der Zug hält, müssen Sie die Unregelmäßigkeiten im Fahrdienstleiter melden. Sie müssen versuchen, das Nachtzeichen in Ordnung zu bringen. Dies gilt auch, wenn der Fahrdienstleiter den Zug angehalten hat. Können Sie das Nachtzeichen nicht in Ordnung bringen, müssen Sie dem Fahrdienstleiter mitteilen, ob das Nachtzeichen erloschen oder unvollständig ist. Bei Dunkelheit oder unsichtigem Wetter dürfen Sie mit erloschenem Nachtzeichen nicht weiterfahren. So, eigene Worte. Hier ist ein bisschen schlecht strukturiert, finde ich. Also der B-Fall ist eigentlich der Regelfall. Wahrscheinlich hat man das andersrum gemacht, damit die Wichtigkeit oder die Gefährlichkeit zuerst genannt wird. Also wenn das Spitzenlicht erloschen ist, sollte man nach Möglichkeit am nächsten Bahnhof anhalten und diesen nach Möglichkeit beheben. Gibt es Einschränkungen, das wäre jetzt der A-Teil, von der Strecke und vom Streckenbuch, wo es genannt ist, so muss man sofort anhalten, wenn es dunkel und unsichtiges Wetter ist. Bei Tag könnte man noch bis zum nächsten Bahnhof oder ähnliches fahren, aber wenn im Streckenbuch das definiert ist, heißt es erstmal Stopp, direkt an Ort und Stelle und gucken, dass man das dann behebt. Kann man es nicht beheben, ist der Feierabend etwas früher da. Also hier steht von der Vorschrift, Nachtzeichen kann nicht vervollständigt werden. Schicht im Schacht, Taxi bestellen, ab nach Hause, Feierabend. Ja, klingt ein bisschen rabiat, aber die Vorschrift möchte das so, man soll sich dran halten. Und das ist halt das Resultat. Natürlich wird die Leitstelle versuchen, da jemand herzuholen oder eventuell Techniker vorbeibringen oder sonst irgendwas, die halt das machen. Aber zum Thema Reparieren und etc. kommt noch am Videoende noch detaillierteres. Wir merken uns hier den Grundsatz, Spitzenlicht erloschen, darf man nicht weiterfahren, sollte man nicht weiterfahren. Besonders, wenn es im Streckenbuch genannt ist, weil diese Strecken da eine Gefährdung sind. Also bei Unfällen sagt man immer so eine Zufallskette. Hätte das nicht passiert, dann wäre das nicht passiert. So ein Unfall wäre dann auch nicht entstanden. Sprich, diesen Bahnübergang, Reisendenübergang benutzt sonst niemand. Und in diesem einmal im Jahr läuft mal einer rüber und gerade bei dir ist das Spitzenlicht kaputt und da knallt's und dann bist du voll schuld. Also so quasi mal genannt. Deswegen, hier ist die Vorschrift, ihr müsst es lernen, das ist auch Stoff für die Prüfungen. Ihr müsst halt wissen, wo dann ihr euch querstellen müsst. Nachtzeichen des Spitzenlichts unvollständig. Wenn Sie feststellen, dass das Nachtzeichen Spitzensignals an Ihrem Zug unvollständig ist, müssen Sie den Zug anhalten und zwar auf den nächsten Bahnhof, wenn Dunkelheit oder unsichtiges Wetter herrscht und es im Streckenbuch bestimmt ist. Auf dem nächsten Haltbahnhof in allen übrigen Fällen. Nachdem der Zug hält, müssen Sie Unregelmäßigkeiten dem Fahrdienstleiter melden. Sie müssen versuchen, das Nachtzeichen in Ordnung zu bringen. Dies gilt auch, wenn der Fahrdienstleiter den Zug angehalten hat. Können Sie das Nachtzeichen nicht in Ordnung bringen, müssen Sie das dem Fahrdienstleiter mitteilen. Sie dürfen bis zu dem Bahnhof weiterfahren, auf dem Sie das Signal in Ordnung gebracht werden kann. Der Fahrdienstleiter kann Ihnen für die Weiterfahrt bei Dunkelheit und unsichtigem Wetter auf Nebenbahnweisungen durch Befehle 12, Grund Nummer 42 und 14 erteilen. Hier wieder in eigenen Worten. Fangen wir mit B an, der Regelfall. Auf dem nächsten Haltebahnhof. Und da habe ich die Definition gesucht lange. Ich konnte da nichts finden, Kollegen auch ein bisschen beraten. Da kam nichts Genaues. Irgendwo vor lauter Richtlinien hin und her schiebens ist es irgendwo untergegangen. Also die plausibelste Antwort war, so ein LPW-Erholungshalt oder sonstig ähnliche besonderen Halte
wären ein Haltebahnhof. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht und würde eher sagen, je nachdem, wo ihr lernt oder unterwegs seid, solltet ihr die Frage stellen, was die unter einem Haltebahnhof verstehen. In der Regel lernt ihr ja für die Prüfung und es wird wahrscheinlich nach dem Bahnhof genannt. Spitzenlicht unvollständig, müsst ihr antworten, in der Regel beim Haltebahnhof. Wenn die dann eine Verständnisfrage stellen, habt ihr schon vorausgearbeitet und gesagt, ja gut, mein Unternehmen versteht unter Haltebahnhof das. Wäre halt ein wichtiger Punkt, wenn man vorab lernt und das da mit den Ausbildern, Prüfern, whatever, vorab klären kann. Dass man bei der Prüfung dann nicht mit runtergelassenen Hosen steht und ein bisschen unwissend ist. Und da will ich nichts erfinden oder mich aufspielen, dass ich es wissen würde. Aber unterm Strich ist das der Stoff, den ihr lernt. Bei Unklarheiten heißt es halt, ja gut, das Unternehmen entscheidet halt, da kann man die Unklarheiten selber beseitigen. Hier gibt es noch die Einschränkungen und Besonderheiten von der Strecke, dass bei unvollständigem Licht auch der nächste Bahnhof genannt wird. Hier nochmal zum Verständnis, Bahnhof, Haltebahnhof, da sollte man unterscheiden. Das sind die Wörter, die prüfungsrelevant genannt werden sollten. Und dann der restliche Teil von der Vorschrift sagt so viel wie, im Regelfall, wenn es im Streckenbuch nicht verboten ist, dann fährt man halt zu dem Bahnhof, wo man es dann beheben kann. Also im Regelfall das BW oder da, wo die Loks halt abgestellt werden, gibt ja Bahnhöfe, wo gewisse EVUs stationiert sind und da kommt halt ein Techniker oder sollte beauftragt werden, dass das da behoben wird. Kommen wir zum interessanten Teil. Ich habe mir die Mühe gemacht, das mal zu zeigen, wie man das beheben kann. Also unsere Ausbilder haben immer gesagt, Spitzenlicht kann nicht ausfallen. Man hat ja immer eine Taschenlampe, die zwingenderweise dabei sein sollte. In den anderen Videos habe ich ja schon erklärt, was man mit sich führen muss. Mitunter eine Taschenlampe. Und damit wären wir von erloschen zu unvollständig. Aber wir möchten es mal zeigen, wie das ungefähr aussehen müsste dann. Ja, sieht ein bisschen mager aus, oder? Hier im Vergleich sieht man hier ja gut die Scheinwerfer von der Lok und die Taschenlampe. Also ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja gut, gerichtlich ist es dann im Reinen, aber von Grundgedanken, dass man gesehen wird, bringt das nicht wirklich viel im Grunde. Aber hier so als Einwurf. Gut sortierte Unternehmen haben auch eine Handleuchte. Die sieht wie folgt aus. Entweder ist sie im Schrank oder irgendwo anders anmontiert. So mit Akku und einer Blende, die rot abblendbar ist, die man dann abschrauben kann, in weiß oder in rot dann signalisieren kann. Da möchten wir auch wieder einen Vergleich machen mit den Scheinwerfern. Ha, da kann sich schon eher sehen lassen. Also macht fast gar keinen Unterschied zu den eigentlichen Lokscheinwerfern. Aber gehen wir weiter. In dem Schrank gibt es auch Utensilien. Da, wo die Handleuchte oft drin ist, gibt es auch Schlüssel und Ersatzlampen. Dass man das mal gesehen hat. Möglichkeit sollte man es melden, falls es fehlt. Aber in der Regel liegen die Larifari mal rum, wenn man Glück hat. Und oder man hat seinen eigenen Imbusschlüssel dabei. Hier sieht man die Schrauben, die muss man aufdrehen. Dann kann man das aufklappen. Aber die viele Arbeit habe ich mir mal hier gespart, aber man kann sich so vorstellen, Pi mal Daumen. Ich hatte es auch nie wirklich gezeigt gekriegt, aber vom Prinzip mal gucken, ob man es beheben kann. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann die Unternehmensproblematik. Wenn man da nicht das Material zur Verfügung stellt, ist es dann halt nicht reparierbar. Wenn ja, dann ist es halt reparierbar. Also kein Hexenwerk, würde ich mal sagen hier. Was zum ZG1 noch zu erzählen ist, gibt manche Fahrzeuge, wie der Flirt zum Beispiel, da müssen mindestens 80% der LEDs leuchten, dass es als ausgefallen gilt. Da ist nicht nur eine Lampe drin, es sind sehr viele Lampen drin. Ein gewisser Prozentsatz, wenn der ausfällt, gilt die Lampe als oder das ZG1 als defekt. Ein weiterer Punkt ist, einen leichten Schlag zu versetzen der Lok. Es gibt manchmal, dass es einen Wackler hat irgendwie. Mittlerweile sind da hauptsächlich LED-Lampen drin. Die können nicht kaputt gehen, aber das ganze Panel hat meistens öfters mal eine Macke. Und da hilft es mal, einen leichten Schlag, ohne die Lok zu verletzen, dagegen zu hauen. So mit der Handfläche oder sowas dagegen hauen, dann geht das Ding wieder an. Ich möchte euch noch ein Praxisbeispiel aus meiner Berufserfahrung erzählen hier.
Eines schönen Tages sollte ich eine Lok in Köln bekommen. Nach viel Rumfragens erfuhr ich, dass der Kollege verspätet war. Der Umlauf war wie folgt. Der Kollege bringt einen Zug nach Duisburg, dort gibt es eine Werkstatt und das Spitzenlicht kann da vervollständigt werden, weil es da eine Werkstatt gibt. Der Kollege hatte wegen Verspätung zu viel Zeit verschwendet oder verloren und wir einigten uns, dass ich nach Duisburg fahre und die Lok dort übernehme. Dort angekommen, wusste weder Werkstatt noch sonst wer davon Bescheid. Ich erfuhr von der Leitstelle, dass ein gewisser Vorgesetzter darauf bestand, dass das Spitzenlicht da vervollständigt wird. Der Vorgesetzte war Leitstellenführer, glaube ich, Teamleiter oder sowas in der Art, und der war ursprünglich auch Lokführer gewesen. Ein Spitzenlicht ging nicht, ich habe dagegen geklopft und dann ging es wieder an. Problem gelöst mit roher Gewalt, sagen wir es mal so. Jedoch wollte man das dann trotzdem reparieren. Nur war kein Werkstattpersonal vor Ort. Und ich fragte, warum man nicht einfach die Lampe tauschen würde. Das Problem, die Lok hatte keine Werkzeuge dazu. Ich hatte auch keins dabei. Das ist dann ein Unternehmensproblem. Mein Vorschlag war, es bei der nächsten Runde zu wechseln. Laut Vorschrift ist an dem Bahnhof, an dem es zu beheben möglich ist. Und in dem Fall war es das nicht. Ein zweiter Lösungsvorschlag wäre, einfach eine andere Lok reinzudrehen. Also, dass die eine diese Lok da lassen und eine Ersatzlok dann verwenden. Aber natürlich hat man das ja auch nicht zur Verfügung. Man merkt, da wird es ein bisschen komplizierter bei solchen Sachen. Man muss da ein bisschen vorausdenken, damit solche Aktionen dann auch funktionieren. Jedenfalls war der Zug verspätet, bis ich dann nach Duisburg gefahren bin, bis dann klar war, dass da keine Techniker kommen und so weiter. War ich schon auf dem Weg nach Köln. Damit waren schon 4 Stunden von der Schicht kaputt, nur weil man nicht das umsetzen konnte, was man sich gedacht hat. In Köln angekommen, bestand der Teamleiter wieder darauf, dass man die Lampen wechseln soll. Dafür hat er eigens noch einen extra Wagenmeister bestellt. Das wurde eine sehr persönliche Sache. Er wollte sich so ein bisschen etablieren oder keine Ahnung, hatte ich so einen Eindruck. Eine zweite Möglichkeit wäre, die Situation zu lösen, dass man mit unvollständigem Licht auf Strecken fährt, wo es nicht verboten ist, weil ist ja nicht verboten. Ich möchte hier gegenüberstellen, wir haben einen Zugausfall mit Sachschaden 1.000 bis 2.000 Euro, Materialkosten, das 1 bis 5 Euro oder sowas, so eine Lampe. Nach viel Rumärgerns in Köln kam dann noch eine Stunde verspätet, dann ein Wagenmeister. Der hatte auch noch nie ein Spitzenlicht gewechselt, aber er traute sich das zu und machte das. Hier sehen wir das Ergebnis. Wir haben ein ZG12 oder was auch immer das sein soll. 2 Spitzenlichter und ein Schlusslicht. War nunmehr 5 Stunden rum und die Strecke oder der Laufweg war über Siegerheigen. Ich sollte bis Aschaffenburg und wusste ganz genau, das schaffe ich nicht mehr in der Zeit. Habe ich die Zugleistung verweigert. Habe ich gesagt, nee, fahre ich nicht. Ihr habt schon so viel Zeit kaputt gemacht. Nee. Aber das ist so ein Paradebeispiel. Die Vorschrift haben wir jetzt gelernt. Die Praxis, wie man es umsetzen kann. Und man merkt, bei solchen Sachen ist es ein bisschen schwammig definiert. Meiner Ansicht nach hätte der Teamleiter seine Aufgabe besser erfüllt, wenn er zum Beispiel den Umlaufplan etwas praktikabler eingeplant hätte, gegebenenfalls eine Ersatzlok da mit reingedreht hätte und geschaut hätte, dass unser Fahrzeugmaterial in Ordnung ist, so wie es sein sollte. Aber er wusste ja nicht mal, dass da Lampen und Werkzeug drauf sein sollten. In der Regel geht man immer davon aus, Lokführer sind für alles verantwortlich. Und dann mit Gewalt hat er einfach mal reingedrückt, jetzt müsste es ganz dringend sofort gemacht werden, obwohl die Rechtslage noch Spielraum hatte. Aber wie der Vorgesetzte hatte ein klares Bild, wie so ein Regelfall zu beheben ist oder umzugehen ist und wie die Rechtslage oder die Vorschriften dazu stehen. Die Prioritäten wurden da etwas falsch verzerrt und aus Unfachlichkeit hat man halt Geld kaputt gemacht. Einen Punkt wollte ich noch einführen hier. Ein Schlusssignal nicht vollständig. Kann sein, dass ein Schlusssignal fehlt. Da ist zu beachten, gibt es keine Einschränkungen. Die Fahrdienste müssen es dann weitermelden normalerweise, sich gegenseitig. Aber vom Prinzip ist es keine große Einschränkung vom Bahnbetrieb. Mindestens einer muss vorhanden sein. In der Schweiz fahren die planmäßig öfters mal mit einem Schlusslicht. Es ist relativ egal. Das zweite ist halt so die Ersatzmöglichkeit oder Redundanz. Das ist unwahrscheinlicher ist, dass der zweite fehlt. Aber sauberes Arbeiten gewöhnen wir uns an, immer 2 Schlüssel mitzutragen, auch wenn es da weniger Probleme gibt. Wie versteht ihr den Gesetzestext aus der Vorschrift?
Wie ist es bei euch eigentlich mit FZ1 oder ZG1, ob ihr das so gelernt habt oder lernt oder im Unternehmen so beigebracht gekriegt habt, wie ihr es in der Praxis umsetzt und so weiter? Das sind so ein bisschen unterschiedliche Ansichten und da sollte die Vorschrift eigentlich präziser sein. Aber wenn man versteht, was da bezweckt werden soll und was für Gefahren es abwenden soll, versteht man auch die Prioritäten und die Problematiken von solchen Sachen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ein bisschen lang das Video geworden. Wir sind ein bisschen die Themen durchgegangen, von der Vorschrift bis zum Praxisteil, verwandten Themen. Man merkt, es verknüpft so ein bisschen miteinander. Und die Umsetzung ist manchmal etwas schwieriger, als man denkt. Hier so das Paradebeispiel, wie man Vorschriften genau oder nicht genau nehmen kann. Da ist es ein bisschen Auslegungssache. Ich vermute auch bewusst wurden die Vorschriften da auch so definiert, dass man Spielraum hat, dass man versteht, warum bestimmte Sachen gedacht sind und wo man trotzdem noch Sorgfalt handhaben sollte, damit nichts passiert beim Eisenbahnbetrieb. Er soll ja sicher sein. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich danke fürs Zusehen nochmals. Euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Links aus 2.